Ciao a tutti, heute gibt's einen leckeren Salat. Wir machen einen Salat mit Chicorée-Thunfisch und gegrillter Paprika. Funktioniert im Sommer, im Frühling, im Herbst, im Winter, einfach in jeder Jahreszeit. Der Salat ist perfekt, schmeckt perfekt und ich zeige euch jetzt, wie der geht. Es wird richtig gut. So, Zutaten. Wir haben natürlich Chicorée, wir haben Paprika, eine gelbe, eine rote, Sardellen in Salz eingelegt, eine rote Zwiebel, Thunfisch, Mozzarella, Tomaten und entkernte schwarze Oliven. Ein bisschen Apfelessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und das ist alles, was ihr braucht. Wir fangen natürlich an mit der Kernzutat. Wir nehmen die beiden Paprikas, schneiden sie einfach in der Hälfte durch, also die rote, damit fange ich an, und die gelbe. Legen sie gleich auf ein Blech und dann wird erstmal im Ofen gegrillt. Die könnt ihr nämlich nachher dann auch, wenn ihr sie reingesteckt habt, so lange grillen, bis die Haube außen so ein bisschen schwarz wird. 30, 40 Minuten bei der Grillfunktion in dem Backofen. Also das müsst ihr selber so ein bisschen abschätzen. Guckt ab Minute 25 am besten drauf. Ihr kennt das ja selber alle, je nachdem, was für einen Ofen ihr habt, was für ein Fabrikat, was für ein Jahrgang, sind die Zeiten halt einfach immer ein bisschen unterschiedlich. Ihr solltet vielleicht keine Stunde drin lassen, aber das Zeug geht jetzt erstmal ab. Ich nehme mir dazu den Chicorée. Ich habe hier so drei so eine Stücke. Und dann können wir die Außenblätter, die so ein bisschen bräunlich sind, so ein, zwei, immer mal schon abmachen. Und dann schneidet ihr das Ding einfach nur so in Ringe. Und das ist echt wirklich so ein ganz einfacher, entspannter, beliebter Salat da. Und ich schmeiße das jetzt alles erstmal ins Sieb. Und dann habe ich hier einen wunderschönen roten Tomatenstrauch, den ich vorhin auch schon mal unter das Spülbecken gehalten habe und gewaschen habe. Die brauchen wir für unseren leckeren Salat hier auch. Gucken, wie viel ich mir nehme. Wir timen das mal so gleich ab. Ich mache das ja eh mal so ein bisschen nach Gefühl. In der Infobox, in den Rezepten seht ihr natürlich halt auch Mengenangaben, wie ihr sie nehmen wollt. Macht da ruhig ein bisschen mehr von den Sachen rein, die euch sehr gut schmecken oder halt weniger von denen, wo ihr vielleicht so ein bisschen... Ja, wo ihr vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit habt, wie zum Beispiel die Sardellen, die ich nachher nehme, wobei die echt einen super geilen Geschmack dazugeben werden. Ist das eigentlich wichtig mit dem Strunk, dass er raus ist? So bei kleinen Tomaten eigentlich nicht so ganz, da ist er ja auch nicht so dick und da sind die ganzen Stoffe, die da drin sind, auch nicht so gravierend. Bei den größeren würde ich es machen, weil da auch so leicht krebserregende Stoffe drin sein sollen. Die Tomaten sind das erste Farbspektakel hier in unserer Schüssel. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich nehme die rote Zwiebel. Sieht ganz gut aus. Rot-lila, dann haben wir erstmal so ein bisschen die Rottöne weg. Da machen wir als nächstes mit weiter, oder Luigi? Auf jeden Fall. Weißt du inzwischen, wie man Zwiebeln schneidet? Natürlich nicht. Zwiebel ist geschnitten, jetzt kommt sie zu den Tomaten. Nächster Step, ihr vernachlässigt euren Vino natürlich nicht. Mach ich auch nicht. Luigi, warum hast du eigentlich gar kein Glas heute? Ich würde einfach mal sagen, ich mache weiter mit der Mozzarella. Gibt auch Leute, die würden das jetzt einfach nur reißen. Auch da spricht nichts dagegen. Dann habt ihr halt einfach ja, unsymmetrische Form, aber hey. Mozzarella, fertig geschnippelt. Schmeißen wir jetzt auch da rein. So, und jetzt kommen wir her. Jetzt haben wir hier auch schon so ein ganz schönes Farbspiel drin, oder? Mit den lilanen Zwiebeln, den roten Tomätchen, der weißen Mozzarella. Das sieht schon gut aus, ist natürlich noch lange nicht fertig. Die Sardellen bearbeiten wir als nächstes. Ich habe hier eingelegte Sardellen, auch in Salz nochmal zusätzlich eingelegt. Das heißt, wenn ihr nachher den Salat salzen werdet, seid wirklich extrem vorsichtig, weil sobald ihr irgendwie sowas Sardellenartiges eingelegtes im Salat mit dabei habt, habt ihr halt sofort eine sehr, sehr salzige Komponente mit da drin. Als nächstes einfach den Thunfisch. Da haben wir einen aus der Dose, nehmt euch da einen guten. Als nächstes die Oliven, da haben wir ja schwarze entkernte genommen. Räumen wir nicht weg. Chicorée haben wir ja auch gewaschen. Tada, ist jetzt auch, denke ich mal, schon so ein bisschen getrocknet. Haben wir jetzt noch abtropfen lassen. Das kann jetzt auch hier rein. Und jetzt, Freunde der Sonne, werde ich die Paprika aus dem Ofen holen, die wir ja vorhin reingetan haben. Die ist jetzt so knappe 35, 40 Minuten bei uns unter der Grillfunktion bei 240 Grad drin. So, da ist die Paprika. Ihr seht ein bisschen schwarz jetzt von außen, aber genau
so soll das, denn genau so lässt sich die Schale am besten entfernen. Die sind jetzt aus dem Ofen, das lassen wir jetzt noch so 5, vielleicht auch 10 Minuten abkühlen. Ihr könnt natürlich auch direkt dran, aber ich befürchte, dass ihr euch dann wahrscheinlich so ein paar kleine Verbrennungen an den Fingern abholen werdet. Paprika haben wir jetzt geschält. Guck mal hier, schöne weiche Dinger. Das machen wir jetzt erstmal hier in so Scheiben, beziehungsweise Scheiben, Streifen meinte ich natürlich. So, jetzt haben wir fast schon alles drin, aber ihr seht hier noch so ein bisschen grün. Habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, ne, dass wir auch Basilikum brauchen. Aber macht ja auch Sinn bei so einem schönen Salat. Die Farbe grün fehlt uns da auch noch so ein bisschen. Da reißt ihr euch hier von eurer Pflanze so ein paar Blättchen ab. Jetzt geht es natürlich noch an den mehr oder weniger wichtigsten Teil bei Salaten, das Anmachen. Und ganz wichtig bei solchen Salaten natürlich das Öl. Ich will euch jetzt natürlich nicht erklären, was ihr für Öl nehmen solltet, aber nehmt auf jeden Fall ein sehr gutes Olivenöl. Ich bin großer Fan von Olivenölen aus Apulien. Guckt euch da so ein bisschen um. Und nehmt auch vor allen Dingen nicht zu wenig Öl. Das machen ja Leute auch immer ganz gerne. Wenn ihr gutes Öl habt, dann klatscht auch gerne was in den Salat. Ein bisschen Apfelessig, auch da Apfelessig eurer Wahl. Da kommt so ein bisschen jetzt der Säureanteil dazu. Dann braucht ihr auch keine Zitrone mehr oder so. Da reicht der Apfelessig. Und jetzt halt noch so ein bisschen Salz. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, da passen wir jetzt erstmal noch ein bisschen mit auf. Wegen der Sardellen, die auch schon sehr salzig sind. Und ein bisschen Pfeffer. Ich rühre noch mal ein bisschen durch. Richte mir mal einen Teller an und dann geht es gleich ans Essen. So Leute. Das ist der Salat. Wie gesagt, passt zu jeder Jahreszeit und schmeckt immer. Das habe ich euch am Anfang ja schon gesagt. Ich hoffe, dass ihr den auf jeden Fall nachmacht. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch schmeckt. Gebt uns auch immer wieder neue Anregungen mit Rezepten. Wir versuchen alles relativ zeitnah, möglichst zeitnah umzusetzen. Freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Vor allen Dingen auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und wir freuen uns auf die nächste Runde mit euch. Ich spreche da, glaube ich, auch für Luigi mit, auch als er nickt da im Hintergrund. Passt also. Reingehauen, Leute. Ciao.